Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einem ganz anderen Thema. Ich weiß nämlich gerade nicht, was ich euch hier so auf YouTube zeigen soll, abgesehen von DVD. Deswegen gibt es jetzt so mal hier eine Demo zu sehen. Vielleicht habt ihr auch Spaß an dem Format. Sagen wir mal so, dass ich Demos teste. Dann lasst es mich gern wissen. Ich habe aber diese Demo hier gefunden auf Steam. Und ich möchte einfach mal reingucken mit euch. So, es scheint ein Aufbausimulator zu sein. Und wir befinden uns wohl in einer Welt, in der die Menschheit schon längst ausgestorben ist. Und jetzt die Biber an der Macht sind. Das klingt mega gut. Wir müssen uns eine Fraktion aussuchen. Die Demo ist übrigens nur auf Englisch. Wenn das Spiel dann released wird, soll es wohl 11 Sprachen geben. Und ich gehe von aus, dass dann Deutsch auch dabei sein wird. Genau, also wir könnten die Beavers of the Moria sein. Wir sind Freigeister der Natur. Und wir sind darin spezialisiert zu überleben in den wohl schlimmsten Situationen, die es nur geben kann. Ja. Das ist so grob zusammengefasst. Nein! Den hier will ich noch. The Iron Teeth. Die Eisenzähne. Die sind schon so weit, dass sie fortgeschrittene Maschinen bauen können. Ach, not available in this demo. Okay, also wir können den gar nicht spielen. Dann spielen wir die Beavers of the Moria. Ist ordentlich schlecht. Recommended. Wir machen mal das, weil, ne, wie gesagt, es ist eine Demo. Ich möchte jetzt natürlich auch schönes Gameplay zeigen. Es kann Bugs geben, es kann Probleme geben. Das wissen wir alle hier, hoffentlich, ist eine Demo. Ja? Und wir gucken uns einfach mal an, wie schön das Spiel ist, hoffentlich. Der Ladebildschirm gefällt mir. Der ist schon mal meins. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Demo zu spielen geht. Wir werden das sehen, wie lang dieses Video wird. Ja. Schade finde ich gerade ein bisschen, dass es nicht so eine richtige Anzeige gibt, dass hier tatsächlich was lädt. Also hier ist kein Kreisel, der sich dreht oder irgendwas. Ich hoffe, das Spiel ist nicht abgestürzt. Sondern es passiert hier gleich was. Wir geben dem Spiel mal noch ein paar Sekunden. Tada! So! Uff, da ist ja ein bisschen was los. Also, wir sehen hier, wir haben 7 Erwachsene, 4 Kinder, nichts ist zu tun, 4 Biber haben keinen Job. Okay. Der Text ist ein bisschen klein, finde ich. Aber vielleicht kann man das Interface auch anpassen. Wie kann ich... Okay, so ist Kamera drehen. Wie kann ich hier den Bildausschnitt bewegen? Mit den Pfeiltasten. Okay, also Tutorial. Wir müssen ein paar Holzstämme bekommen. Wir müssen dafür aber einen Holzaufbewahrungsstapel-Ding bauen. Und wir müssen Bäume markieren. Entschuldigung, die setzen sich hin und unter denen entsteht... Habt ihr das gesehen? Okay, und wir müssen Bäume markieren, die dann gefällt werden. Also, wir müssen hier unten ins Baumenü. Woodworking, Lumberjack Flag, Carpenter. Storage. Logpile. R ist drehen. Wir machen das einfach mal so. Und wie geht das jetzt wieder? Okay, rechte Maustaste. So, und dann muss ich ja jetzt aber die Biber... Ich muss denen ja sagen, dass die hier bauen sollen, oder?
Habt ihr es gehört? Madabada. Der Sound ist hier drin ein bisschen leise. Ich habe das nämlich eben im Hauptmenü ein bisschen leiser gemacht. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Wie bekomme ich die denn jetzt dazu, dass die hier bauen? Ach nee, es ist schon fertig gebaut. Ach so. So, und jetzt Bäume markieren. Zum Fällen. Tada! Geschafft. Ich will immer die Map ziehen. Aber das geht nicht. Und wenn ich die Maus loslasse, flippt das Bild. Ah, okay. Scrollrad gedrückt halten. Da kann man die Map hin und her schieben. So, die fällen jetzt hier die Bäume. Man kann auch die Geschwindigkeit, wie es aussieht, einstellen. Es gibt Ziele, Material, Essen, Wasser. Super sortiert, Junge. Hier war zwei. Keckam. Geht aber ordentlicher. Azayot. Ist schon 21 Tage alt. Okay. Wir haben übrigens Feuchtsaison. Die können 16 Stunden am Tag arbeiten. Das kann man auch einstellen. Wir haben 7 Erwachsene, 4 Kinder. Alle sind obdachlos. 3 sind nicht angestellt. Okay, wartet. Wir machen hier mal weiter, damit wir bestenfalls uns Essen organisieren können. Genau. Wir müssen eine Wasserpumpe am Fluss bauen. Und eine Sammlerfahne, um Beeren von Büschen zu sammeln. Okay. Wir müssen eine Wasserpumpe bauen. Wasser. Wasserpumpe. Da ist eine Wasserpumpe. Gatherer Flag. Gatherer Flag. Wo sind denn hier Büsche? Oh. Ja. So. Aber wie kann ich denn jetzt die Biber einstellen? 3 Biber haben keinen Job. Shaktila. Zirgoi. Das sind interessante Namen, muss ich sagen. Irgendwie, es ist schon ein süßes Spiel. Kann ich anders sagen. Was ist das? Lumberjack Flag. Ah. Employs Lumberjacks who cut trees. Ach so. Wenn ich das vergrößere, kann ich mehr Biber einstellen. Also wenn ich die Range vergrößere. Wie auch immer das geht. Die haben halt jetzt alle kein Zuhause. Wollen wir mal eine Lodge bauen? Wir haben zwar noch nicht so viel Holz, aber wir wollen uns ja ein bisschen was angucken. Ja. Es ist Nacht. Jetzt arbeiten die wahrscheinlich nicht. Ah, ach so. Oh mein Gott. Wieso geht das nicht noch näher ran? Ich möchte näher ran, so im Spiel. Näher ran, bitte. Guck mal, wie süß das ist. Die haben sich erst dorthin gesetzt. Dann ist das aufgeploppt und das sind die Betten. Oh mein Gott. Und jetzt guck mal, wie die atmen. Das ist ja schon voll süß. Ja, ich kann mich an sowas erfreuen. Oh, okay. Es wird wieder gearbeitet.
Die Tyrmel ist groß geworden. Jetzt haben wir 8 Erwachsene und 3 Kinder. Oh, wir haben eine Wasserpumpe. Javilla ist angestellt. Produziert 3 Wasser. Und wo wird das gelagert? Auch hier drin? Dijomel, bist du der Freund von Javilla? Hast du auch so einen komischen... Achso, wir sind hier fertig. Okay, build small water tank. Entrance blocked. Muss der hier ran? Nee, oder? Bau den mal dorthin. Ich weiß nicht. Achso, in the center of your village. Okay. Ich hätte vielleicht vorher mal lesen sollen. Die schieben hier. Oh, guck mal, der hat schon ganz schön Durst, ne? Braucht auch bald neues Essen. Jetzt sind die halt hier beschäftigt. Kann ich denen sagen, dass die aufhören sollen? Priority ist mal ganz unten. Dafür hier, Priority. Holla die Waldfee, auf geht's. Wassertank bauen. Gehen die einfach alle hier rein, um zu trinken? Nee. Warte mal, du gehst rein mit einem Drittel Durst. Und du kommst raus. Doch, die gehen auch so da rein, um zu trinken. Aber warum bauen die das jetzt nicht? Mal noch mehr Bäume fällen. Ist es, weil wir kein Holz übrig hatten? Aber ich weiß nicht, hier steht ja 15 und Explosives auch 15. Ach, guck mal! Stimmt, die sammeln ja Beeren. Oh mein Gott, wie süß! Du musst was trinken! Du musst bitte was trinken gehen. Ich möchte nicht in der Demo schon die ersten Toten. Oh oh. Oh oh. Der Fluss ist gleich leer getrunken. Oh oh. Wir haben einfach plötzlich alle Durst. Aber es lag wirklich dran, dass die kein Holz mehr hatten. Ah, Hornig Honig frei. Schon süß. Oh, du musst was trinken. Du fällst gleich um mit dem Bären. Ich wollte mir eigentlich mal angucken, wie groß die Map ist. Hier hört's auf. Hier gibt keine Minimap. Was ist das? Das sieht alles ein bisschen trist aus hier, muss ich sagen. Hier im Wasser natürlich nicht. Oh, können wir dann hier sowas wie so ein Wasserversorgungsnetz bauen, dass wir uns die Gebiete hier erschließen? Oder wie läuft das? Habt ihr schon wieder... Habt ihr... Warum? Achso, ihr baut ab. Nee. Seid ein bisschen langsam, Jungs. Die Zeit läuft. Ich muss doch hier noch ein bisschen was zeigen. Aber das ist bisher, muss ich sagen, ein süßes Employment. Warum gehen die nicht noch ins Builders Hut? Die zwei, die keine Anstellung haben. So, jetzt haben wir 2. Okay, die hatten wirklich kein Holz. 5 Holzstämme brauchen sie noch.
Ich mach mal kurz wieder ein bisschen schneller, weil es ist Nacht. Da passiert, glaube ich, nichts. Ich lasse die das hier mal alles abholzen. Ist weg. Alles weg. So. Okay, 3 Holzstämme noch. Dann haben wir die Aufgabe fertig. Mal sehen, ob wir dann noch was weitermachen dürfen. Die sitzen hier halt alle nur rum, ne? So. Einer noch. Ah, guck mal, jetzt geht er direkt wahrscheinlich hier rüber, die Wohnung bauen. Juhu, Wassertank ist fertig. Wir sollen Wege bauen. Dreckwege. Ich baue einfach mal irgendwie. Extends the range of buildings in your village. Oh nein! Null von 10. Wie soll ich denn hier bauen? Extends the range. Ist ja schön und gut. 2 von 10. Okay. Oh, guck mal, das Haus ist fertig. Aber es sind immer noch alle obdachlos. Oh! Oh, die müssen das bauen. Deswegen... Oh, ich habe viel zu viele Wege gemacht. Das zählte so langsam, weil die das erst bauen müssen. Kann ich das abreißen? Drück immer falsche Taste. Upsi, ich habe es falsch gemacht. So, aber den Weg können sie ruhig noch bauen. So. Sind im ersten Zirkel, Tag 3. Wir haben immer noch Wet Season. Aber... Oh ja, weil es ist nicht gebaut, ne? Wir können uns überlegen, Farm zu bauen, Energie zu erzeugen oder Science-Punkte, also Wissenschaftspunkte zu generieren. Nein, nicht. Okay. Aber wie macht man das? Power. Water Wheel. Ach hier, Science. Inventor's Hut. Oh, lass mal bauen. Das Haus ist gleich fertig. Dann haben wir wenigstens ein Haus. Ne? Dann kann ja die Familie mit den 3 Kindern kann dann erstmal einziehen. Und wir haben ein bisschen Holzvorrat. Brauchen wir auch 12. Priorisieren wir jetzt das. Na, guckt. Venyo, Shaktila und Wonjin wohnen jetzt hier. Aber was bedeutet das hier eigentlich immer? Dass ich das deaktivieren kann? Dass wenn ich zum Beispiel eine Produktion habe, die zu viele Ressourcen braucht oder irgendwas, dass ich das dann vorübergehend stilllegen kann? Also, so würde ich das jetzt verstehen.
Housing, Water, Food, Woodworking. Metal, Power, Science, Vergnügen, ein Campfire. Oh, ich würde das gern bauen, aber das bringt halt mal so gar nichts. Für die Demo jetzt. Wir machen mal ein Water Wheel. Das muss hier dran. Moment. Das geht nicht, weil ich da einen Weg gebaut habe. Zumindest was grün. Oh, holy. No, 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 no. 50 Loks? Nee, das machen wir doch nicht. Dann bauen wir noch zwei Häuser. Oder drei. Und vielleicht... Grill, aber da brauche ich Potatoes, da brauche ich Kartoffeln. Plant and Harvest. Das klingt doch gut. Ups. Das machen wir hier hin. Und ja, alle, die oft und gerne Aufbausimulatoren spielen, ich baue das gerade einfach wild hier hin. Ich möchte euch einfach und mir selbst die Demo zeigen. Deswegen, ich packe das jetzt einfach irgendwie hin. Es ist nicht durchdacht. Das ist mir bewusst. So, hier oben, die haben noch ein bisschen Holz, was sie abbauen können. Oh, das Ding ist gerade fertig. Der Quibbelt arbeitet hier. Und er generiert uns 3 Wissenschaftspunkte. Streng nicht an. Oh, guckt euch das an. Wie lustig. Aktuell, die sind halt noch damit beschäftigt, den Weg hier zu machen. Das ist schon ein bisschen dumm. Die Geräusche. Doch, jemand, guckt mal. Jetzt ist Mayoki groß geworden. Wie den Namen. Es ist halt so ein Name Generator wahrscheinlich, der da im Hintergrund läuft. So, du bist hier ganz alleine und musst die Bären sammeln. Das ist traurig. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. I'm sorry. So, mach mal dort noch einen hin. Aber wir haben 90 Bären. Was ist das? Ach, okay. Das Feature ist nicht da in der Demo. Nicht verfügbar in der Demo. Komfort. 3 von 11. Hunger, Durst und Schlaf ist top. Social Life, Fun, Knowledge. Gibt's wahrscheinlich in der Demo noch nicht. Oder ich habe noch keine Gebäude, dass ich das irgendwie triggern könnte. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Oh, guckt, wir haben schon 3 Wissenschaftspunkte. Und was, wo tue ich jetzt was damit? Vielleicht bei Goals, oder? Die noch nicht verfügbar sind aktuell. Plant Crops können wir dann hier machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Demo gleich zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob die ein Zeitlimit hat. Oder... Ich muss die Prio mal ganz runter machen. Damit die hier volle Bulle. Prio ist runter. Boah, guckt euch das an. Unser Wassertank ist voll. Könnten wir eigentlich noch einen zweiten Wassertank bauen?
Es ist immer gut, Wasser zu haben. Wir wissen nicht, hier, jetzt ist Wet Season, aber vielleicht kommt auch irgendwann eine Dürreperiode, dass im Fluss kein Wasser ist, was ich halt mega cool fände. Dass du halt dran denken musst, dir so viele Wasserlager wie möglich voll zu machen. Und ich weiß auch noch nicht, inwiefern oder wie schnell die sich vermehren. Bisher sind wir bei 11 Einwohnern geblieben. Vielleicht vermehren die sich auch erst, wenn die halt ein Dach über dem Kopf haben, was irgendwie logisch wäre. Aber wir sind ja gerade erst dabei, die Häuser zu bauen. Ich würde aber sagen, ich mache mal kurz hier Stopp und ich hoffe, ich kriege für euch noch eine zweite Folge aus der Demo. Deswegen spiele ich mal ganz schnell weiter und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich möchte noch ein bisschen weiter Timberborn spielen und falls ihr Bock habt, schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut, danke fürs Zuschauen. Tschüss!